Und damit willkommen zurück von der Dino-Insel von Ark Survival Evolved. Mir war bis gerade gar nicht so bewusst, dass Dixie tatsächlich schon eine Brille trägt. Ach Mensch, die gute Dixie, die Arme. Naja, sie wird ja auch nicht jünger. Hier ist unsere neueste Errungenschaft. Ihr seht, ich lasse den Unconscious-Balken sehr bewusst weit unten, damit ich bloß nicht zu viel Remote-Use von diesen Narcotics mache. Und ich habe immerhin es so geschafft, dass wir auf 21 Level plus kommen. Ich bin so hin und her gerissen, ob ich ihm noch eins gebe. Wir warten mal ab. Wenn er jetzt mit dem nächsten Essen tatsächlich gezähmt ist, dann geht's auf. Und wenn er das nicht schafft, dann werde ich ihm noch ein Narkotik reinpfeifen. Auch auf die Gefahr hin, dass er dann tatsächlich unter 20 Level plus fällt. Aber das heißt, er dürfte so um die 120 am Ende haben als Level. Oder besser, nee, doch, es ist ein Er. Es ist ein Er. Wie nennen wir ihn? Sie hätte man ja Maya nennen können, angelehnt an die Biene Maya. Ja, dann nennen wir ihn Willi. Ich meine, die können auch stechen. Was Schlimmeres fällt mir. Jawohl! Da ist er. Wunderbar, es hat geklappt. 121 ist er dann wohl. Was haben wir denn da? Okay, also ich weiß nicht warum, aber einige der Skorpione sind wesentlich mehr oder wesentlich störender als die Dinosaurier hier. Sie killen nicht einfach ihre Beute, sie betäuben sie und so weiter und so fort. Domesticated, da. Ja, gut, lesen wir uns jetzt nicht alles durch, aber ich finde das immer sehr genial. Wer will, kann ja kurz auf Stopp drücken, dann hat er den ganzen Bildschirm vor sich und wir nennen ihn einfach Willi, aber das deutsche Willi selbstverständlich. So, accept. Ach, ist das toll. Und jetzt werde ich Folgendes machen. Auch wenn die Tageszeit bereits relativ fortgeschritten ist, breche ich nochmal auf in Richtung Heimat. Wir schauen mal ganz kurz. Jetzt hat er 1600 Leben. Also der Roll ist fast komplett auf Leben gegangen. Beim Movement Speed ist auch ein großer Roll drauf gegangen von den 20 Leveln und auf dem Melee Damage. Also ganz optimal verlaufen. Stamina ist hoch. Also der ist top. Der Kollege ist top, da gibt's gar nichts. Folgendes, die Kollegen bleiben hier. Ich habe bekommen in der Zwischenzeit hier tatsächlich ein T-Rex-Ei. Da bin ich so wahnsinnig stolz drauf. Er hat ein paar Mal geschissen, unser T-Rex, unter anderem einmal ein Ei. Und von daher werde ich jetzt nochmal zurückgehen. Mit meiner Dixie. Oh, der ist auf Follow. Moment, den will ich hier lassen. Den nehmen wir nämlich mit. Den nehmen wir schön mit. So. Also einmal zurück mit der Dixie. Das Ei abgeben. Und jetzt bin ich gerade mal gucken. 18 Uhr ist schon. Das wird also dunkel. Wir werden jetzt eine kleine Nachtwanderung dann machen. Das wird natürlich auch haarig. Vorne wandern zwei Parasaurus. Gut, wir bringen die dicke Dino-Kacke zurück, damit wir da nochmal ordentlich Dünger haben. Wir bringen das Ei in den Kühlschrank. Und dann schaue ich, ob ich nicht einen Skorpionensattel habe. Ich meine nämlich schon. Ein bisschen Glück ist der vielleicht sogar noch grün oder so. Und dann ist unser Skorpion wunderbar gerüstet für das Abenteuer. Ansonsten werde ich so ein Ding mal eben craften. Ich glaube, so super teuer sind die nicht. Da müssten wir eigentlich alles für da haben in der Hütte. Das Ding ist, selbst wenn ich den nicht reite, den Skorpion, selbst wenn ich darauf nicht unterwegs bin, ist der Sattel allein wegen des Armorwertes sinnvoll, der da doch teilweise recht hoch ausfällt und dementsprechend Schutz bietet, sollten wir dort Besuch bekommen. Weiter geht's natürlich in Richtung unserer Hütte, die letzte Folge nicht gesehen haben. Da sind wir hier aufgebrochen und auf nicht mal halbem Weg, möchte ich sagen. Dann von drei Skorpionen überrascht worden, wovon eben einer dieser Level 100 Skorpionen war und den musste ich mir gönnen. Ja, und ansonsten geht es jetzt weiter zu unserer Berghütte und dort oben wird weiter gezähmt, wird Metall gefarmt, Stein gefarmt und ich habe im Offscreen, während ich hier auf den Skorpion gewartet habe, habe ich im Offscreen schon mal fleißig Stone Ceilings gefarmt und die auch gleich hier gebaut. Das sehen wir jetzt, wenn wir hier reinkommen. Da ist noch ganz gut was entstanden. So, allerdings will ich jetzt gar nicht viel Zeit verplempern. Hat der irgendwas dabei? Chitin. Komm, das hebt mal auf. Ist egal. So, ich bin gleich wieder da, Kleiner. Steht er noch auf Follow?
stehst noch auf Follow. So. Folgendermaßen. Also erstmal das Ei in Sicherheit, das ist das Wichtigste. Zack, und dann hält das 79 Tage. Vorausgesetzt, wir haben immer genug Spark Powder drin. Das allerdings hoffe ich doch sehr. Und dann schauen wir mal, hier müsste auch genau Fertilizer entstanden sein. Large, large, large. Den einen Medium und den Fertilizer, den machen wir jetzt noch hier rein. Am besten zu Narkosebären, die sind mir am wichtigsten, dass ich die regelmäßig kriege. Machen wir das so. Und so, und die nehme ich mit, die kann man gut gebrauchen. Habe ich sonst noch irgendwas? Armorberry Seed, Waterskin, bla bla bla. Alles unwichtig. Wir schauen schnell nach dem Sattel. Die müssten eigentlich hier in fertige Sachen liegen. Ja, Pulmono Scorpius Sattel, allerdings nur ein normaler. Da ist noch ein anderer, auch ein normaler. Ich schau mal kurz bei meinem Blueprints. Die müssten hier wiederum sein. Grüne. Wie viel brauchen wir denn? Hide, Fiber, Wood. Das sollte man eigentlich hinkriegen. Nur noch einen. Ne, so direkt nicht. Dann vergleichen wir mal kurz die Werte. Der hat Armor Wert 33, 64, 1 Durability. 25er. Na, dann nehme ich den hier. Da brauche ich nicht bauen. Der hat ja fast genauso einen Wert. Da brauche ich nicht bauen. Der hat 32 Arme und der andere hat 33. Also da mache ich mich jetzt nicht nass. Und verschwende über 300 Hide dafür. Das wäre doch ein bisschen heftig. Gut. Dann haben wir das. Nochmal ganz kurz Sicherheitscheck. Okay, dabei. Und was macht meine Nahrung? Könnte ich langsam auch mal wieder was essen? Ich habe hier die Karotten jetzt dabei. Letzte Folge habe ich schon gesagt, für mich das Nahrungsmittel meiner Wahl. Ist am leichtesten zu bekommen. Im Grunde genommen, wenn man so ein Cropplot eben da ansetzt und dann regelmäßig Dünger reinschmeißt, das geht nun quasi wie von selbst. Da muss man nicht irgendwie Fleisch farmen und das dann auch noch braten und dergleichen. Sondern kannst du einfach so aus der Hand essen, die Karotten, und die bringen genauso viel Nahrung, genauso viel Energie. Ich friere, ich habe einen dicken Eiswürfel, das gibt's ja gar nicht. Okay, jetzt ist er weg. Ja, die Gegend hier, wo ich wohne, ist tatsächlich kalt geworden irgendwie mit der Zeit. Das war mal nicht so schlimm. Schwere Schritte. Gut, dass man hier nichts sieht. Schwere Schritte machen mich immer leicht nervös, weil hier auch Kanus rumlaufen und wenn es mal ganz hart auf hart kommt, auch tatsächlich ein T-Rex hier in der Gegend sein kann. Insofern beeile ich mich auch entsprechend. Aber mit der Dixie kein Problem, die hat so viel Ausdauer, dass das absolut easy going ist. So, da sind wir wieder bei unseren Lieben. Jetzt der Skorpion tot oder so. Hui. So, fast komplett durchgesprintet. Das ist doch eine feine Sache. So, schau mal, Kleiner. Ich habe hier was für dich. Wie viel trägst du eigentlich? 284 Kilo kann er auch noch tragen. Optimal, optimal. Also der kommt wirklich wie gerufen in allen Belangen. So, ich nehme mir wieder meine Ausrüstung. Die habe ich hier reingelegt, damit ich nicht gar so viel wiege jetzt beim Reiten mit der Dixie. Die wäre nämlich sonst ziemlich lahm geworden. Nehme ich den ganzen Klimbatsch wieder. So, so, so und so und so. So müssten wir jetzt alles haben. Karotten. 1, 2. Essen wir mal kurz. Dann schauen wir uns mal kurz das Gewicht vom Rexy an. Das ist ziemlich hoch. Machen wir folgendermaßen. So. Ich finde, Narkosemittel passt wunderbar zum Skorpion. Also rein damit. Wunderbar. So, dann haben wir das alles. Die Dixie selbst trägt hier unsere Ausrüstung und ein bisschen Thatch, also unsere Window Frame und so weiter, dass wir dort oben ein bisschen mit der Basis weitermachen können. So, wir stellen alle auf Follow, wir stellen alle auf Neutral und dann reiten wir mal weiter.
Oh, da fällt mir was auf. Für die Torch brauchen wir zum Reparieren Wood, Flint, Stone. Habe ich alles im Inventar. Gut, wenn die jetzt nachher kaputt geht, kann ich mir eine neue holen. Wunderbar. Willi, Dixie, Nadel und... zu meiner Verteidigung, die Folge, wo ich den T-Rex gezähmt habe, ist noch immer nicht online. Ich nehme sehr viel im Voraus auf. Insofern weiß ich immer noch nicht, was ihr für Namensvorschläge für einen Rex gegeben habt. Es ist ein Weibchen, ne? Hm. Mal schauen. Ein T-Rex-Weibchen, wie man das nennen können. Da bin ich mal gespannt. Jetzt natürlich im Dunkeln durch... Ein Rex. Okay. Das wird spannend. Na komm, ich will, dass du wieder aufspringst. Das wird spannend. Ich will jetzt nicht, dass da... Nicht, dass mein Skorpion gerade schon wieder Probleme macht, weil der Rex wird ein paar Bissen brauchen, bis er weg ist. Folgendes, ihr Lieben. Bleibt mal hier. Ihr bleibt mal hier bei Nadel. Die kann euch zur Not verteidigen. Die ist nämlich sehr gut drauf, dank des neuen Sattels. Und ich werde mal mit meinem Rexy den anderen Rexy ein wenig verjagen gehen. Es wird hart genug. Komm schon her. Ey! Komm her! Mann, was machst du denn? Ist ja ganz durcheinander. Ja, da ist... Da ist ein Kollege von dir, der ist aber böse. Den müssen wir wegmachen. 9. Ich mach mal Folgendes, bevor mir die Fackel im Kampf kaputt geht. Repair. Da haben wir sogar noch eine ganze. Gut. 9. Dann. Sieht ihn jemand? Ich glaube da hinten im Stein. Hupala, hier war viel. Okay. Okay. Immer ein bisschen was los. Da waren noch Raptoren und die Lofos. Haben die alle den Rex angefallen oder hat der Rex die? Ist ja interessant. Ich dachte, die Kleinen gehen nicht auf Rexis. Aber scheinbar schon. Gut, aber das war easy going. Also so viel dazu. Mein Rex kann doch mittlerweile einiges, muss ich sagen. Und hat ein Level abbekommen dadurch. Komm, damit er noch mehr kann. Oder vielmehr sie. Habe ich auch ein Level up? Nein, habe ich nicht. Okay, wir stellen sie alle wieder auf Follow. Das müsste J gewesen sein. Wunderbar, das funktioniert. Und zurück. Kurz warten, bis Dixie wieder aus dem Wasser ist. So, wir folgen dann mal unauffällig weiter dem Flusslauf. Das wird jetzt hier mit den Steinen echt so ein Ding. Muss da ein bisschen auf Nadel aufpassen. Die bleibt schnell mal hängen, die Dicke. Und am Fluss laufen bringt auch nichts. Da ist zwar weniger Holz, aber dafür sind da die Steine. Also insofern werden wir uns hier... Ah, jetzt habe ich die Dixies vor mir. Yeah!
Wir werden uns hier einfach durchhauen müssen. Wir werden uns ein bisschen den Weg frei machen müssen. Um nicht tausendmal hier auf die Dinos warten zu müssen. Dixie, passt. Bin ich gespannt, ob Nadel hier durchkommt. Ja, komm, wunderbar. Nadel ist doch gar nicht so dumm. Da vorne ist ein Raptor, wenn ich das richtig gesehen habe. Also, ob das so die super Idee ist, hier, ne? Hier bei Nacht durchzulaufen, das weiß ich noch nicht. Okay, Raptor. Noch ein Raptor, aber das machen die schon. Gut. Ich ernte die eben. Ich nehme ein bisschen Haut mit, die habe ich nämlich vergessen, tatsächlich einzupacken. Und die werden wir auch noch brauchen. So, Rex, dann die 9 war unser Licht. Ich finde das wunderschön, dass die Raptoren häufiger in so kleinen und größeren Rudeln auftreten. Eigentlich müsste ich mit Nuttle vorweglaufen, dann würde das jetzt noch alles Satch geben. Das Problem ist, dass Nuttle schon so vollgepackt ist. Was haben wir jetzt? Irgendwas ist gerade. Jovili, was? Haskell, was? Nicht mitbekommen. Aber Willi hat gleich mal zugeschlagen. Das ist doch super. Also Willi, was hat er gekillt? Ich habe es jetzt gerade gar nicht gesehen. War es noch ein anderer Skorpion? War ich vielleicht deshalb so irritiert? Man weiß es nicht. Ach, ist das spannend. Also ich finde das gerade sehr... Ach, die Drohnen sind das. Diese komischen Riesenameisen oder was auch immer. Diese Insekten, die Rieseninsekten. Ah, Stegosaurus, lass mal, das kann nervig werden sonst. So, und jetzt kommen wir in das Revier des Spinosaurus. Lässt ihr Nadel durch, wunderbar. Jetzt kommen wir in das Revier des großen Spinosaurus. Der ist hier immer am Fluss. Was haben wir jetzt schon wieder? Raptor. Level 12. Das ist echt eine Gegend hier. Das ist der reinste Wahnsinn. Und wie ich schon gesagt habe, es wird nicht besser. Der Spino wartet. Dann kann man sich ungefähr vorstellen, was da noch so alles kommt. Also wer die Folgen nicht gesehen hat, wie ich da oben am Berg war, das ist schon für fortgeschritten. Also das kannst du anders nicht sagen. Und ich bin froh, dass ich hier meine doch extrem zähe Meute dabei habe, weil die halten wirklich mittlerweile was aus, respektive teilen auch aus. Mein einziges Problem ist, wie lang ist denn noch Nacht? 2 Uhr, so ewig lang nicht mehr. Ich habe gerade ein bisschen die Orientierung weg. Ich muss einfach am Fluss entlang noch ein bisschen, aber... Vielleicht machen wir hier auch einfach kurz... Vielleicht machen wir hier wirklich eine kurze Rast. Uff. Ich will doch meinen, das sind doch Steinhaufen hier unten. Können wir uns schon mal ein paar Steine holen. Andererseits, das ist einfach viel zu dunkel, um es jetzt euch anzutun. Aber ich würde jetzt hier ganz gerne Rast machen, bevor wir aufbrechen in Richtung Spinosaurus, in Richtung grünem Strahl, der mich zwar gerade sehr reizt, aber...
Willi ist da. Das machen wir alle mal auf Nicht-Follow jetzt gerade. Es wird schon relativ bald wieder hell werden, aber ich habe echt gerade... Mir fehlt gerade die Orientierung. Ich meine, ich müsste hier diesen Berg da vorbei, ich glaube ein Stück auch durch den Fluss warten hier. Hier durch. Kleiner Dilo. Hier durch war das, glaube ich. Und dann... Ja, wir können es auch probieren. Schau mir das gerade mal. Muss die mal entknoten. Das muss ich so oder so machen. Hey! Nochmal. Ach, der steht auf Follow. Wieso stehst du auf Follow? Okay, hier läuft doch gerade was nicht so gut. Moment. Das sind wieder schöne Lecks hier. Okay, also der hat ein Level up. Was machen wir mit ihm? Damage. Ich gehe erstmal auf Leben. Oh ja, das war gut. So. Jetzt nochmal. Mal schauen, ob jetzt... Gut. Irgendwie waren hier echt Megalags unterwegs. Dann die Dixie. Entknote ich euch mal aus dieser Misere. Und jetzt wird es auch nach und nach hell. Die guten Nadel. Das wird sowieso jetzt das größere Problem. Hat er gleich sein Level abbekommen. Das geht ja jetzt erstmal am Anfang rasend schnell. Weißt du was? Das soll die KI mal übernehmen. Da ist die besser drin. Mal gespannt jedenfalls. Back, back, back. Zuck, zuck, zuck. Sehen Sie? Geht doch so. Und jetzt kann ich den Rexy da auch wieder rausholen. Wir können weitermachen in Richtung Spinosaurus-Gebiet. Ich bin mal gespannt, ob er gespawnt ist. J. Alle auf Follow. Na du? Wie geht's? Ups. So, jetzt bin ich mal gespannt. Kommt der Skorpion? Ja, der ist unter Wasser, da muss ich aufpassen. Gut. Einen Pro... Nein, da ist er, der Spino. Alter Vater. Level 16. Das ist nach wie vor derselbe Spino wie vorher. Okay. Leute. Bin gleich wieder da. Ihr seid alle aus dem Wasser? Gut. Kampf der Titanen, sage ich euch. Den hatten wir hier letztes Mal schon. Na du Aas. Boah. Okay. Das tat mir so in der Seele weh. Ich hätte ihn auch gern gezähmt, aber erstens spawnt er hier immer wieder. Und zweitens habe ich alleine keine Chance, den zu zähmen. Das ist leider so. Okay, ihr dürft wieder. Einmal wenden. Dann machen wir uns hier durch. Mal schauen, was hat es denn gegeben? Ich bin ja immer so gespannt, was man da rauslooten kann aus denen. Aber da kam nichts, glaube ich. Der war leer. Schade. So, wir gehen mal schnell auf die andere Seite, damit der Skorpion aus dem Wasser kommt. Er ist ja jetzt nicht so der Schwimmer. Die Nadel auch nicht. So. Himmel hilf, wartet mal. Wir machen das mal anders. Die Nadel hängt da ziemlich fest. Die muss ich gleich mal zerhauen. Die Bäume. Wir machen das anders. Wir müssen hier lang. Nadel hängt fest. Yep. Ach. Boah,
poisoned. Ich bin was? Die vergiften einen sofort. Alter, was? Ja, alles. Alles gut. What the hell? Okay, die können nerven. Ich merke schon. Ich hol mal eben Nadel. Ich hoffe, das mal eben bereue ich nicht. Hast dich wieder verfangen? Gär, dieser Wald ist aber auch dicht. Ja, ich verstehe das, Kleine. Ja, nee, brauchst dich nicht schämen. Ist schon... Nein, du bist nicht fett. Nein. Nein. Nein, wer sagt denn sowas? So. Das war mein Level. Und ich hänge immer noch in diesem kleinen Baumstumpf da. So. Nein, wer hat denn gesagt, dass du fett bist? Hat Willi das gesagt? Nein, ne? Willi ist so nicht. So. Nein, du bist wirklich nicht dick, nur weil du ein bisschen in Bäumen festhängst. Das kann doch jedem mal passieren. Das kann doch... Naja, gut, vielleicht nicht ganz jedem, aber... So, die ist super lahm, weil ich so schwer bin. Aber wir haben sie gerettet. Und stellen alle wieder auf Follow. Und dann können wir auch die letzten Meter hoffentlich zu unserer Hütte machen. Guck mal, da oben war ein Bronto, glaube ich. Kann das sein? Oder habe ich mich getäuscht? Ach, egal. So. E. Hast du fein Kacker gemacht. Das ist aber ein toller Rex. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir müssen jetzt hier irgendwie hoch. Da ist doch schon unsere Hütte. Ich sehe es doch schon. Ich sehe doch schon das Drama. Und da ist auch der Bronto, den ich vorhin schon entdeckt habe. Wunderbar. Ich bin also doch nicht blöd. Hatte kurz an mir gezweifelt, weil ich nur kurz den Hals gesehen habe, aber dann wieder nix. Denkt man dann schon manchmal... Kommen alle mit? Also ich sag mal, Ziel 1 ist zumindest schon mal... da ist die Hütte. Ziel 1 ist zumindest schon mal erreicht. Wir haben alle lebend sozusagen nach Hause gebracht. Ganz im Gegenteil sogar. Wir haben darüber hinaus sogar noch Verstärkung mitgebracht. Was doch sehr beachtlich ist. So den Bronto da unten, glaube ich, werde ich jetzt zuallererst mal... wie soll ich sagen... Bisschen kleiner machen. Was haben wir denn da? Wenn der jetzt Level 110 oder sowas hat, dann überlege ich es mir nochmal. Aber Level 18. Man wird fast übermutig mit diesem T-Rex, das kann ich euch sagen. Wie der eben den Spino zerlegt hat, da fand ich doch schon sehr beachtlich. Auch eigentlich ein schönes Tier, ne? Aber den will ich jetzt ehrlich gesagt nicht zähmen. Oh, Blut überströmt. Das wird immer brutaler hier. Gut. Nennt man das. Was ist das für ein Stego? Ich suche ja auch noch weitere Zähmopfer sozusagen. Level 108. Der bleibt auf jeden Fall mal am Leben. Level 108 Stego. Haben wir da vorne? Rondos, Mammuts, schwer geschundene Stegos. Eieiei. Was haben wir denn hier alles? Komm, wir schauen uns das mal an. 36. Schwer geschunden. Da muss also was in der Nähe sein. 48. 16. 88. 16, 12. Und jetzt so ein T-Rex-Gesicht so aus der nächsten Nähe. 40, 7, 56. Na gut, aber die Brontos sind vermutlich Mate-Boosted, auch wenn ich das jetzt gerade so nicht gesehen habe. Gut, jetzt sind wir einmal rund. Also das Mammut mit Level 88 oder was war's? Moment, Mammut.
Säbelzahntiger, die sind zu weit weg. Hinter meiner Basis. Was? Moment. Da im Wald. Zwei Säbelzahntiger. Mist. Gerade quasi in Deckung gegangen. Da sind sie wieder. Wir schleichen uns mal an. Null. Wo ist denn der zweite hin? Level 66, aber Mate boosted. Female Sabertooth, Level 60. Wo ist der zweite? Da. Male, okay, den könnte ich wegschnetzeln und die andere. Level 60er Säbelzahn. Ich meine, ich hätte hier genug Viecher, um Primate beizuschaffen. Scheiße. Das dazu. Okay. Moment. Da lag jetzt eine Tasche rum. Warum lag da jetzt eine Tasche rum? Wird denn nicht automatisch gelootet? Spoiled Meat? Charcoal? Ach so, das war... Ja, das war mein Lagerfeuer. Vielen Dank auch. Ja. Okay. Also die haben eine Akku-Range, diese Säbelzahnkatzen. Respektabel. Okay, aber es war eh schwierig, wenn die Mate boosted sind. Komm. Lauf nicht über die Hütte. Nein, lauf nicht über die Hütte. Komm her. Komm her. Stehst du noch auf Follow oder wie? Komm her. Blockiert Nattel den. Wie bist du überhaupt da hingekommen? Nattel und T-Rex haben sich verknotet. Okay, ich versuche das mal im Offscreen ein bisschen zu entknoten. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. So ein bisschen liebäuglicher mit diesem Level 80 Mammut da oben. Wobei da auch noch ein zweites in der Nähe war. Insofern werde ich mal aufpassen müssen, dass ich die nicht irgendwie Mate boosted da habe und die dann auch wieder auf mich losgehen. Das werden wir mal schauen, ob man das irgendwie hinbekommen. Jetzt bekomme ich gerade noch eine SMS. Okay, also dann werde ich mal zusehen, hier die Dinos zu entknoten. Ich bemühe mich gerade noch sehr redlich, aber es ist echt schwierig. Und dann geht es in der nächsten Folge dann hoffentlich ans Zähmen. Und ja, mal gucken, was es wird. Also ich wie gesagt, liebäugel sehr mit dem Mammut. Oder einem großen Stego, obwohl Stego haben wir schon. Also ein Mammut wäre wirklich noch schöner. Das muss man mal so festhalten. Aber gut, vielleicht machen wir auch als nächstes einfach mal hier erst die Mauer fertig. Die wäre vielleicht sinnvoll. Dann haben wir nicht solche Überraschungsmomente wie eben mit den Säbelzahntigern. Da müsste ich noch ein Dino-Gate hinbauen. Und für einen T-Rex, ja, für einen T-Rex, den müsste ich außerhalb lagern. Ah, alles nicht so einfach. Auf jeden Fall brauchen wir ein neues Lagerfeuer. Naja, viel zu tun, bevor die nächste Nacht anbricht, denn dann wird's kalt. Also, bis dann. Macht's gut. Ciao. Ups. Na ja, gut, dann ist er halt zu Ende, der Endscreen. Zum Glück läuft hier alles pannenfrei. Gut, gut.